Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war mal von einem Herpetologen beauftragt, in der Gemarkung Freiburg eine Bestandsaufnahme der Reptilien und Amphibien zu machen. Hier stelle ich euch ein paar Echsen, Schlangen und Dinosaurier vor, wenn auch nicht aus Freiburg. Viele Menschen wissen nicht, dass es auch heute noch lebende Dinosaurier gibt. Ich wette, ihr habt alle sogar schon Dinosaurier gegessen. Bei Schlangen ist eine beliebte Frage diejenige, ob sie giftig sind. Die Schlingnatter ist ungiftig. Wenige Tage zuvor hatte ich in der Nähe eine Kreuzotter gesehen, deren Giftigkeit allgemein bekannt ist. Leider war sie zu schnell weg und hinderte mich so daran, sie zu fotografieren und euch nun zu zeigen. Dies ist eine Esculapnatter. Sie vollführte Drohgebärden, als ich in der Natur des kantabrischen Gebirges in ihrer Nähe kam. Aber keine Sorge, auch sie ist ungiftig. Später im Video komme ich nochmals auf Schlangen zu sprechen. Hier haben wir nun eine Echse. In meiner Kindheit bestand ein Freund darauf, die Blindschleiche sei eine Schlange. Ich bestand darauf, sie sei eine Eidechse. Er hatte Unrecht, ich teilweise auch. In der Umgangssprache werden bisweilen alle Echsen als Eidechsen bezeichnet. Die echten Eidechsen und die Schleichen sind jedoch zwei getrennte Familien der Echsen. Ich habe auch mal im Balkan eine Erzschleiche gesehen. Das flinke Tier ließ mir keine Zeit für ein Foto. Im Gegensatz zu den Blindschleichen haben Erzschleichen kleine Beinchen. Die streifenköpfige Bartagame ist in Australien heimisch. Sie ist hier im Terrarium eines Freundes. Während seiner Abwesenheit versorgte ich seine diversen Reptilien. Die einzige Echse, die zur Nahrungssuche ins Meer eintaucht, ist, wie könnte sie auch anders heißen, die Meerechse, die nur auf den Galapagos-Inseln vorkommt. Sie gehört in die Familie der Leguane, die in Amerika und auf ein paar pazifischen Inseln heimisch ist. Die echten Eidechsen leben dagegen in Eurasien und Afrika. Hier sehen wir zwei Gymnasien-Eidechsen, auch als Balearen-Eidechsen bezeichnet. Die Art lebte einst auf Menorca und Mallorca, wurde dort aber von eingeführten Hunden, Katzen und Mardern ausgerottet. Heute findet man sie noch auf den kleineren Inseln des Archipels, wie etwa auf Dragonera westlich von Mallorca. Auch auf Cabrera südlich von Mallorca werden Besucher von Massen dieser Eidechsen empfangen. Auf den Inseln Ibiza und Formentera und auf den meisten kleinen Inseln drumherum gibt es die Pitiusen-Eidechse, die ihr schon auf dem ersten Foto gesehen habt. Auf den beiden bewohnten Inseln profitiert sie von den vielen Natursteinmauern als Lebensraum. Auf Ibiza fürchtet man, dass ihr ein ähnliches Schicksal bevorsteht wie ihre Verwandten auf Menorca und Mallorca, aber nicht durch Hunde, Katzen und Marder. Dazu später. Im Südwesten und im Osten von Formentera, am Cap da Barbaria und La Mola, gibt es solche türkisfarbenen Eidechsen. Auf der sandigen Halbinsel Ostrocados im Norden Formenteras sind sie dagegen eher sandfarben. Die Herpetologin Antonia Maria Chiré Costa forscht über die Pitiusen-Eidechse und ist insbesondere Expertin für die Populationen auf den kleinen Eilanden des Archipels. In diesem Buch beschreibt sie die Inseln einzeln mit ihren Ökosystemen und den Besonderheiten der dortigen Eidechsenpopulationen. Ich habe einen Vortrag von ihr zum selben Thema gehört und sie auf Exkursionen erlebt. Der Fotograf dieses Buches, Jordi Serapio Riera, ist ein versierter Hobbybotaniker und Hobbyornithologe. Ich schätze ihn auch menschlich sehr, ich kenne ihn persönlich. Manche Autoren beschreiben für jedes kleine Eiland eine eigene Unterart. So wird für Torreta eine besondere Unterart beschrieben. Antonia stellt jedoch fest, dass sich die Population von Torreta nicht klar von den Populationen der Nachbarinseln nördlich von Formentera wie Chespalmador unterscheiden lässt. Der Name Podarcis pitiusensis torretensis
hat ihrer Ansicht nach keinen taxonomischen Wert, sondern ist eine eindeutige Aussage über die Herkunft. Das ist für sie insofern relevant, da sie auch an Präparaten im Senckenberg-Museum forschte und ihr die dort genannten Namen ermöglichten, die Exemplare den einzelnen Inseln zuzuordnen. Auf der Isla Morada, nördlich von Ibiza, gibt es allerdings auch nach ihrer Aussage eine klar abgrenzbare Population mit schwarzer Färbung. Da ich auf diesem Eiland noch nicht war, kann ich euch kein Foto von dieser Eidechse zeigen. Während sich die meisten Eidechsen von Kleintieren ernähren, nimmt die Pitiusen-Eidechse hauptsächlich pflanzliche Nahrung zu sich. Allerdings variiert das, je nach Population und dem jeweiligen Nahrungsangebot, sie ist anpassungsfähig. Es kommt auch vor, dass sich Eidechsen auf einem Inselchen darauf spezialisiert haben, kleine Krebse zu fressen, die sich im Seegras befinden. Einmal erlebte ich ein interessantes Gespräch zwischen der genannten Herpetologin und der Flechtenkundlerin Theresa Marie Marie. Es gibt Populationen der Pitiusen-Eidechse, die im Erwachsenenalter einen roten Bauch bekommen. Da wurde diskutiert, ob es sich um Flechtenfarbstoffe handeln kann, die die Eidechsen im Laufe ihres Lebens mit der Nahrung aufnehmen. Nun kommen wir zur verwandten Art, die auf dem spanischen Festland zu finden ist, der iberischen Mauereidechse. Allerdings sind wir hier wieder nicht auf dem Festland, sondern auf einer kleinen Insel, nämlich Santa Clara im Baskenland, auf Baskisch mit K geschrieben, auf Spanisch mit C, direkt bei Donostia, Spanisch San Sebastian. Für diese Insel wurde eine endemische Unterart beschrieben. Ob das berechtigt ist, kann ich nicht beurteilen. Bevor ich auf die Bedrohung der Pitiusen-Eidechse zurückkomme, spreche ich noch über die Dinosaurier. Dies hier ist Kalk bei Solnhofen im fränkischen Jura. Von dort kommen berühmte Plattenkalke. Und hier wurde der seinerzeit spektakuläre Urvogel Archaeopteryx lithographica entdeckt. Man sagt oft, zum Ende der Kreidezeit seien die Dinosaurier ausgestorben. Wenn man aber die Dinosaurier als monophyletische Gruppe, also als Abstammungseinheit, ansieht, kommen wir nicht umhin, eine noch lebende Tiergruppe zu den Dinosauriern zu rechnen. Jawohl, die Vögel gehören zu den Dinosauriern. Das hat mittlerweile selbst die Wikipedia anerkannt. Wenn man bedenkt, wie viel Unsinn Laien in die Wikipedia einbauen, ist doch erfreulich, dass bei einem emotionalen Thema wie den Dinosauriern das Wissen der Fachleute präsentiert wird. Nach dem Aussterben der übrigen Dinosaurier hatten die Vögel mehr Möglichkeiten, sich weiter zu entfalten. So haben die Vögel eine große Artenvielfalt entwickelt, die vermutlich kaum möglich gewesen wäre, wenn die anderen Dinosaurier nicht durch einen Meteoriteneinschlag und die anschließende Verdunkelung der Sonne ausgerottet worden wären. Damit hin auch das Geflügel zu den Dinosauriern zählt, haben wir alle schon mal Dinosaurier gegessen. Zum Abschluss kommen wir nochmals zu den Schlangen. Hier sehen wir eine Ringelnatter. Das Bemerkenswerte daran ist, das Foto stammt von der Insel Ibiza. Jahrtausende lang war Ibiza dafür bekannt, dass es dort keine Schlangen gab. Und wenn Schlangen auf die Insel gelangten, lebten sie nie lange. Die Tradition schrieb das dem Schutzgott der Insel namens Bess zu, der Ibiza vor Schlangen beschützte. Die reale Verkörperung des Gottes Bess war möglicherweise der Igel, der die Schlangen tötete, der aber heute durch den immensen Straßenverkehr in seiner Zahl reduziert ist. Etwa seit der Jahrtausendwende machen sich auf Ibiza Schlangen breit, die mit Ölbäumen für Gartencenter eingeschleppt werden. Und ihretwegen macht man sich Sorgen um die Pitiusen-Eidechse, die von Schlangen gefressen wird. Es gibt Bemühungen, die Schlangen mit Fallen zu beseitigen. Aber inzwischen nehmen sie dennoch überhand. Was das für die Pitiusen-Eidechse bedeutet, ob das ihr Schicksal auf Ibiza besiegelt, bleibt abzuwarten.